Jo Leute, was geht und willkommen zum zweiten Teil von meinen Mangelkäufen im Dezember 2021. Bevor das Video losgeht oder bevor die Manga so gesagt gezeigt werden, zeige ich erstmal meine neue Display-Bestellung. Dazu muss ich das aber erstmal auspacken, weil die viel zu groß sind für das Stativ und sonst könnte ich nicht alles direkt sehen. Deswegen muss ich mein Handy wahrscheinlich wieder in die Hand nehmen und es wird ein bisschen wackelig, aber dann seht ihr sie wenigstens. So, es hat ziemlich lange gedauert, die auszupacken, aber hier ist das erste Display, das ist von Itachi. Sieht richtig geil aus, wie ich finde. Passt auch zu meinen anderen, weil ich das auch schon in so einem lilanen oder in so einem dunkleren Ton gehalten habe. Und ja, soviel zum ersten Display. Ich habe noch zwei weitere, die zeige ich euch jetzt. So, das zweite Display ist von Shoyo Hinata von Haikyuu. Es passt zwar farblich nicht so ganz rein, aber ich wollte unbedingt eins von Haikyuu haben. Eigentlich von Shoyo unbedingt. Deswegen. Sieht echt geil aus, wie ich finde. Also kann man nichts gegen sagen. Displays sehen generell eigentlich immer geil aus, deswegen passt schon auf jeden Fall. Und ja, dann hätte ich noch ein letztes Display. So, das letzte Display ist von Yami von Black Clover. Das sieht auch richtig, richtig nice aus. Ich finde, in Real Life sieht das sogar noch geiler aus als auf den Bildern auf Display und so. Deswegen, also wirklich, wenn ihr schon denkt, auf den Bildern sieht es nice aus, wenn ihr es dann wirklich in Real Life habt, vor euren Augen. Es sieht einfach nur hammermäßig aus, wirklich, es lohnt sich. Aber vertraut mir, niemals ohne Versand, Versand sag ich schon, niemals ohne Rabatt kaufen, weil die Dinger sind sonst viel zu teuer, weil die aus Polen, glaube ich, kommen und da müsst ihr auch noch viel Versand bezahlen und ja, das wollt ihr halt nicht. Deswegen immer auf krasse Rabattaktionen warten, haben die eigentlich relativ oft sogar. Oder zu Weihnachten gibt es auch bestimmt einen fetten Rabatt, denke ich mal. Und ja, das war's zu den Displays. Jetzt geht's weiter mit den Manga. Das heißt, jetzt kommt auf jeden Fall Part 2. Es sind diesmal nicht so viele Reihen geworden, aber dafür trotzdem viele Manga an sich, weil ich eine ganz bestimmte Reihe abgeschlossen haben wollte oder fast abgeschlossen haben wollte. Deswegen packen wir das mal aus und dann zeige ich euch die Manga. So, ich habe erstmal zwei Leseproben bekommen. Einmal hier so ein Boys Love, also den, ich weiß gar nicht, ob ich den gerade schon sogar hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann leider nichts damit anfangen, weil ich sowas nicht so gerne lese oder gar nicht lese. Deswegen packe ich den erstmal zur Seite. Und hier noch, was ich richtig geil finde, so ein richtig fettes Leseproben Taschenbuch, kann man schon fast sagen, von Blue Lock. Eine Hälfte und die andere Hälfte von Rache schmeckt süß. Kenne ich nicht, aber Blue Lock ist halt geil. Es geht halt auch richtig weit. Es geht, glaube ich, bis ich will jetzt nichts zeigen, aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr dicke Leseprobe. Achso, hier könnt ihr sehen, wie weit es geht von Seite 3 bis Seite 69. Hier steht halt noch so ein bisschen was wie Erscheinungstermine und so. Hier Band 2 kommt zum Beispiel am 13.01. raus. Kostet in Deutschland hier 7 Euro, steht hier. Ja, Erscheinungsrhythmus, also so eine typische Leseprobe halt. Ich kann euch ja mal die ersten Seiten hier zeigen. Könnt ihr auf Stopp drücken oder so, falls ihr lesen wollt. Und dann noch. Ich glaube tatsächlich, ich lese mir immer sogar diesen Manga mal hier durch. Ist zwar ein Romance, aber wenn man es schon gratis bekommt, warum. Kann man, also ich finde, man kann ihm schon mal eine Chance geben. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ich finde. Ich weiß noch nicht, ob das so ein bisschen. Also ich kenne ihn wirklich gar nicht, den Manga. Ich höre ihn gerade zum ersten Mal, deswegen keine Ahnung. Aber vielleicht ist er ja gut. Naja, so viel zu der Leseprobe, machen wir weiter. So, machen wir weiter mit dem zweiten Band von Dragon Ball Massiv. Die Reihe werde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes weitersammeln. Auch zu Ende sammeln, denke ich mal. Weil der erste Band hat mir richtig Spaß gemacht. Das hatte wirklich richtige Nostalgie-Vibes für mich. Hat auch richtig Bock gemacht, das zu lesen, wirklich. Also nicht nur, weil ich die Story kenne und so, sondern es ist einfach Dragon Ball. Das kann ja gar nicht kacke sein. Ihr kennt es ja selber. Ich mach's mal irgendwie auf, ohne es zu zerknicken. Weil bei den Massivbänden ist das ein bisschen schlimm. Mein Gott, ich kann nicht reden. Aber hier, das sind halt die Kapitel, die da vorkommen. Charakter und so. Kennt ja, denke ich mal, jeder von euch. Und hier so die ersten paar Seiten. So, mehr zeige ich erstmal nicht. So viel auf jeden Fall zu Band 2.
Und dazu habe ich mir noch zwei Massivbände geholt. Also nicht zu Dragon Ball, aber andere. Und zwar Naruto Band 6 und Band 7. Also massiv. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier diese komischen Massivstempel oder was auch immer das ist, drauf sind. Vor allem hier. Das finde ich auch immer richtig hässlich irgendwie. Aber naja, was soll man machen? Ist halt viel günstiger, als sich die ganzen Einzelbände zu kaufen. Sind ja auch extrem viele, deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Ich glaube, 70 Stück oder so waren das. Keine Ahnung, wie viel Naruto hat. Irgendwie um die 70, glaube ich. Ja. Naruto macht jedes Mal Bock. Ich weiß nicht, ob man hier am Anfang irgendwas sehen kann. Ja, hier halt die Charakter und so. Keine Ahnung. Ich brauche das eigentlich gar nicht zu zeigen, weil Naruto, Dragon Ball kennt ja so jeder von euch. Deswegen machen wir direkt weiter mit der letzten Reihe tatsächlich schon. Obwohl das Paket so schwer war, aber es lag wahrscheinlich an diesen Massivdingern, deswegen machen wir mal weiter. So, machen wir weiter mit der letzten Reihe, Black Clover. Ich weiß nicht genau, ob man das auf der Kamera so gut erkennen kann, aber das sind sehr viele Bände wieder geworden. Nämlich Band 21. Also ich habe ja Band 24, glaube ich, war das, schon im ersten Video ausgepackt, so gesagt, oder vorgestellt. Weil Band 24 gab es schon nicht mal bei Comic Shop. Und auf Amazon gab es, glaube ich, auch nur noch irgendwie so 14 Stück oder so. Und deswegen dachte ich mir so, bevor das wieder out of print geht, ich hole mir das direkt. Und dann habe ich mir mal gedacht, hole ich mir die ganze Reihe zu Ende. Halt bis auf Band 14. Ist halt ein bisschen blöd, dass es gerade nicht gibt, aber das soll ja nachgedruckt werden. Deswegen ist es nicht so schlimm. Auf jeden Fall Band 21, das Cover sieht auch richtig geil aus. Die haben immer einen anderen Preis irgendwie. Ich glaube, das ist irgendwie von der Auflage abhängig oder so. Ich glaube, die erste Auflage kostet immer 7 €. Und ich glaube, wenn es mehr als eine Auflage hat, also wenn es die zweite schon ist, dann kostet das, glaube ich, immer 7,50 €. Irgendwie so ist das bei Black Clover, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, bei Death Note oder so genauso. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, das war Death Note. Irgendwas ist auch halt von Tokyopop, keine Ahnung. Auf jeden Fall Band 21 sieht cool aus. Band 22 sieht ein bisschen weird aus mit. Oh ne, kenne ich doch nicht. Ich dachte, das wäre Lack, aber ist das Lack? Ach, keine Ahnung. Dann Band 23 habe ich schon überall gesehen auf den ganzen Social Medias. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe die schon tausendmal gesehen, leider. Deswegen, falls ihr nicht gespoilert werden möchtet, erstens, guckt am besten nicht meine alten Videos, weil da spoilere ich immer. Und zweitens, geht nicht auf TikTok oder irgendwie sowas oder auf Insta, weil man wird da sehr, sehr krass schnell gespoilert und manchmal kann man nichts dagegen tun, weil es halt so plötzlich kommt. Dann Band 4. Oh. Okay. Anscheinend habe ich ein Band doppelt bekommen, aber ich habe gerade schon vor dem Video die Rechnung angeguckt. Da war jetzt nichts Auffälliges. Also ich habe nichts doppelt bezahlt oder so. Ja, gut. Ja, perfekt. Dann habe ich halt anscheinend zweimal Band 23. Okay. Ja. Vielleicht verlose ich mal ein Band oder so. Keine Ahnung. Also ich brauche die über Band 23 von Black Clover. Mal gucken. Ist überhaupt schon jemand von euch soweit? Ja, was soll ich jetzt machen? Auf jeden Fall dann halt von mir aus zweimal Band 23 bekommen. Naja. Aber das Cover sieht echt cool aus. Immer mit so einem Kleeblatt. Ich weiß nicht, ist immer das von Asta, also das mit das fünfblättrige Kleeblatt, ist das immer da? Oh, nee, tatsächlich nicht nur hier. Okay. Vielleicht ist es ja immer irgendwie so ein Spoiler, dass der Asta so krass oft vorkommt oder so. Wobei, der kommt eigentlich immer oft vor, ist ja die Hauptfigur, aber keine Ahnung. Dann auf jeden Fall Band 25 mit Yami drauf und den hier kenne ich nicht, aber ich kann mir schon so ein bisschen denken, wer das sein könnte. Also nicht genau wer, aber was für ein König das halt ist und so. Dann Band 26. Die Cover sehen halt immer echt richtig geil aus, wie ich finde. Die sind auch immer so schwarz gehalten, deswegen passen die auch richtig gut. Und ja, ich kann euch gleich nochmal hier kurz alle von der Seite zeigen. Oder vom Buchrücken. Ich verstehe immer noch nicht, was das ist. Hier das Cover, das ist Nacht, das weiß ich. Ich wurde auch schon echt tot gespoilert damit. Also ich weiß nicht, was er kann und so, was er macht, wer er ist und so. Aber ich weiß halt, dass er Nacht heißt. Sieht auch richtig nice aus. Also der Charakter an sich sieht auch voll cool aus, finde ich. Ist das sogar noch die erste Auflage? Das fühlt sich so frisch irgendwie an, das Buch. Als ob das gerade von Tokyopop direkt kam. Sieht man hier sogar gar nicht, glaube ich. Ah, egal, ich will mich jetzt nicht unnötig spoilern lassen. Deswegen,
hier Band 27 und der aktuellste Band, Band 28, hier mit dem, wie hieß denn der nochmal? Ach egal, keine Ahnung, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Also es ist auf jeden Fall halt ein Ordensführer, egal, auf jeden Fall, das Cover sieht auch richtig geil aus, hier mit Nacht im Hintergrund, mit Asta. Ich hab's gerade wirklich heute mit den Namen, das ist halt auf jeden Fall auch eine Ordensführerin. Ich weiß auf jeden Fall, dass die kleine Schwester von ihr Sol heißt. Aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Naja, egal, auf jeden Fall so viel zu Band 28. Also, wie gesagt, Band 23 kann ich immer irgendwie verlosen oder so, keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum ich den doppelt bekommen habe. Aber egal, ich sag mal jetzt nicht nein dazu. So sehen die übrigens noch von der Seite aus. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich hoffe, mein Stativ wackelt jetzt auch nicht wieder. Sieht echt nice aus. Ich habe mich gerade schon wieder gewundert, warum hier zweimal derselbe ist. Aber das ist ja derselbe Band. Perfekt. Aber ja, das war's dann mit dem Unboxing Teil 2 so gesagt. Vom Dezember Haul. Und ja, dann würde ich sagen, das nächste Video wird wahrscheinlich schon mein Manga-Regal sein. Beziehungsweise meine Manga-Sammlung sein. Oder vielleicht erst das übernächste Mal gucken, je nachdem, wie es sich ergibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.